Hallo, ich bin Sebel und heute habe ich endlich wieder ein B-Modell für euch. Dieses Mal aus der 31048 aus der Creator-Serie von 2016. Ich habe dieses großartige Set vor kurzem von Freunden geschenkt bekommen und natürlich gleich ein B-Modell dazu gebaut. Das A-Modell ist ja eine Blockhütte in der Natur. Irgendwie muss man aber auch dorthin gelangen und da kommt dieser Bahnhof ins Spiel. Es handelt sich um einen sehr altmodischen Bahnhof, wie er im ländlichen Raum sicherlich noch hier und da gefunden werden kann. Das Gebäude ist ca. 18 cm breit und etwa 15 cm hoch. Es gibt ein einziges Gleis, das über eine Tür zu erreichen ist. Und an der Fassade ist sogar eine Bahnhofsuhr angebracht. Besonders zufrieden bin ich mit dem Einsatz der Feder als Zeiger. Diese lassen sich natürlich auch verstellen. Der Bahnsteig wird mit Hilfe der aus dem Hauptmodell bekannten Lampe beleuchtet und natürlich habe ich hier die Möglichkeit geschaffen, den Bahnhof an das Lego-Schienensystem anzubauen. Höhe und Entfernung des Bahnsteigs zu den Gleisen habe ich dabei von aktuellen Lego-Sets übernommen. Das Modell ist auch sehr gut zum Spielen geeignet. Zum Beispiel ist der Bahnsteig groß genug, um etliche Minifiguren aufzunehmen. Von der Rückseite gelangt man leicht ans Innere des Bahnhofgebäudes, wo sich ein Ticketschalter befindet, inklusive Stuhl und Zimmerpflanze für den Bahnangestellten. Ist der Schalter so wie jetzt gerade nicht besetzt, kann man diesen auch ganz einfach schließen. Gegenüber vom Schalter befindet sich eine Bank, auf der in diesem Fall oder bei schlechtem Wetter gewartet werden kann. Falls ihr das Modell nachbauen möchtet, findet ihr die Anleitung für sehr wenig Geld auf rebrickable.com. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Über Feedback und Ideen dazu in den Kommentaren freue ich mich immer. Habt eine gute Zeit, euer Sebel.